Mit einer guten Bildbearbeitung kannst du viel aus deinen Fotos herausholen. Fertige Filter wie zum Beispiel auf Instagram können da nicht mithalten. Wie du mit der meiner Meinung nach besten kostenlosen Fotobearbeitungs-App Snapseed Bilder bearbeitest und coole Effekte erstellst, zeige ich dir in diesem Video. Nachdem du ein Bild ausgewählt und geöffnet hast, bekommst du hier zuerst die Möglichkeit, einen fertigen Look zu verwenden. Entweder einen vorgegebenen Look von Snapseed oder du kannst später, wenn du bei den Tools deine Standardeinstellungen gemacht hast, diese auch als eigenen Look für zukünftige Bildbearbeitungen speichern. Das kann sinnvoll sein, wenn du nur wenig Zeit hast, wenn ein Look zu dem jeweiligen Bild gut passt oder auch wenn alle Bilder einen bestimmten Stil haben sollen, um zum Beispiel auf Instagram ein einheitliches Erscheinungsbild zu erzeugen. Bessere Ergebnisse kannst du erzielen, wenn du einen Tab weiter bei den Tools ein paar Einstellungen vornimmst. Genau das schauen wir uns jetzt an. Wichtig ist der Punkt Feinabstimmung. Mit vertikalem Swipen kannst du den jeweiligen Parameter wie Helligkeit oder Kontrast auswählen und mit seitlichem Swipen kannst du dann den Wert für den jeweiligen Parameter erhöhen oder reduzieren. So kannst du rumprobieren, was bei deinem Bild gut aussieht. Bei den meisten Bildern musst du die Helligkeit erhöhen. Bei Sättigung kannst du kräftigere Farben erzeugen. Ambiente erhöhe ich gerne mit dem Effekt, dass besonders helle Stellen im Bild etwas dunkler werden und dunkle Stellen etwas heller. Hier im Beispiel wird der Himmel etwas bläulicher und der Wald etwas heller und grüner. Bei Spitzlichter kannst du die überbelichteten Stellen im Bild anpassen und bei Schatten kannst du die dunklen Stellen ändern. Bei Wärme kannst du je nachdem, was für eine Stimmung du mit dem Bild vermitteln möchtest, einen warmen, gelblichen Ton hinzufügen oder einen kühlen, bläulichen Ton. Mit Tippen auf das Icon oben rechts bekommst du einen Vorher-Nachher-Vergleich. Wenn du zufrieden bist, kannst du den Effekt mit Tippen auf das Häkchen unten rechts auf dein Bild anwenden. Beim nächsten Tool, Details, kannst du etwas mehr Struktur und Schärfe in deinem Bild erzeugen, wodurch hier zum Beispiel die Wolken klarer hervortreten. Ein weiteres Tool, was ich sehr wichtig finde und oft benutze, ist Reparieren. Damit kannst du unschöne Stellen im Bild, wie zum Beispiel Flecken, Pickel oder Müll, entfernen. Um sauberer zu arbeiten, zoome ran und markiere dann die entsprechenden Stellen. Als nächstes hast du bei den Tools einige Filter zur Auswahl. Hier kannst du deinem Foto ein besonderes künstlerisches Aussehen geben. Wenn dein Bild natürlich bleiben soll, dann verzichte auf diese Filter. Am häufigsten verwende ich HDRscape, womit Bilder kontrastreicher, detailreicher und lebendiger wirken können. Aber für alle Filter gilt, sei vorsichtig mit der Filterstärke und stelle sie nie auf volle Kanne, wenn du nicht willst, dass dein Bild zu künstlich aussieht. Du kannst jederzeit, wenn dir ein hinzugefügter Effekt nicht so gut gefällt, hier oben über dieses Icon Schritte zurückgehen. Oder auch ein ganz tolles Feature ist Änderungen ansehen. Hier bekommst du alle Effekte aufgelistet, kannst Effekte rausnehmen, löschen, verändern oder über dieses Pinsel-Icon auf nur bestimmte Stellen im Bild anwenden. Noch ein Tool möchte ich dir zeigen, mit dem du kreative Bilder mit sehr coolen Effekten erstellen kannst. Damit kannst du zum Beispiel den Hintergrund auswechseln, wenn du zum Beispiel ein cooles Bild von dir hast, aber nicht zufrieden mit dem Hintergrund bist. Gehe dafür auf Doppelbelichtung, dann auf dieses Icon mit dem Plus und wähle ein zweites Bild aus, was der neue Hintergrund bei dem ersten Bild werden soll. Dadurch werden beide Bilder übereinander gelegt. Jetzt musst du hier die Deckkraft auf 100% stellen, wodurch das zweite Bild komplett das erste überlagert. Tippe auf das Häkchen, um das erstmal so anzuwenden. Dann gehe hier oben auf das Ebenen-Icon und auf Änderungen ansehen. Tippe auf Doppelbelichtung und auf das Pinsel-Icon. Was du jetzt machen musst, ist alle Stellen im ursprünglichen Bild ausmalen, wo das zweite Bild überlagern soll. Dadurch kombinierst du das erste und das zweite Bild. Das zweite Bild wird der Hintergrund vom ersten Bild. Vor allem an dem Rand zwischen Körper, erstes Bild und Hintergrund, zweites Bild, musst du stark heranzoomen und sehr sauber arbeiten, damit der Effekt gut wird. Wenn du dich mal vermalst, kannst du unten die Doppelbelichtung auf 0 bringen und dann wieder den übermalten Körper vom ersten Bild nach vorne bringen. Wenn du mit dem Ausmalen zufrieden bist, tippst du auf das Häkchen. Nun kann es sein, dass es zwischen dem ersten und dem zweiten Bild deutliche Farbunterschiede gibt und sie deshalb nicht so gut harmonieren. Das kannst du beheben, indem du über die Ebenenauswahl vor den Doppelbelichtungseffekt zum Originalbild gehst und bei dem Tool Kurven auch etwas mehr rötliche Töne reinbringst, wie es bei dem neuen Hintergrund der Fall ist. Wenn du dann den Doppelbelichtungseffekt wieder aktivierst, sieht der Effekt ziemlich cool aus.
Wenn du unten auf den Tab Exportieren gehst, kannst du dein Werk speichern und teilen.